an die Kinder, die meine Freunde sozusagen, die nicht mehr zum Fußballspiel kamen, sondern in der Hitlerjugend waren und in den Straßen um uns herum marschierten und das Horst-Wessel-Lied sangen mit dem Judenblut von Messertropfen oder so, was mich sehr unter Druck gesetzt hat. Und ich zu meiner Mutter kam und fragte, bin ich damit auch gemeint? Als die Zeit eben verging, hatte ich immer weniger oder weniger und nachher überhaupt kaum oder keine Freunde, die bei mir in der Umgebung wohnten. Die waren alle in der Partei sozusagen. Wir sind hier angekommen, meiner Meinung nach, am 14. November 1935. Gut, 35 war ja Israel ein sozusagen kleines Land. Leider im Laufe der letzten Jahre hat sich auch das Land hier sehr verändert. Es ist ein weniger demokratisches Land geworden. Es ist ein Land, das fremdfeindlich ist, ein Land, das schlechte Beziehungen mit der ganzen Welt hat. Wenn man das vergleicht mit dem Traum von Theodor Herzl in seinem Buch Alt-Neuland, dann denkt man, das sind zwei verschiedene Welten und so ist es fast so. Aber dazu kommt natürlich auch noch die ganze politische Entwicklung nach dem sogenannten arabischen Frühling, der die ganze Situation hier im Nahen Osten komplizierter gemacht hat, mehr israelfeindlich, sodass die Atmosphäre hier im Lande eine nicht angenehme Situation ist und man sich Sorgen macht, wie das für die Zukunft wieder normal wird und wie das verbessert wird.